Ja, nein. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 16, Hertha BSC Berlin gegen Ajax Amsterdam im Olympiastadion Berlin. Die Hauptstadt von Deutschland gegen die Hauptstadt von den Niederlanden. Und mal sehen, wie es hier so laufen wird. Hier sehen wir die letzten Spiele. Und wie es aussieht, würden wir dann gegen den Sieger von PSV gegen Saint-Étienne spielen. Ajax Amsterdam in diesen schönen grünen Trikots. Hier die Aufstellung der Berliner. Und ja, mal sehen, wie es hier so laufen wird. Also, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Patrick Games sogar 2 Tore im letzten Spiel, so war's. Und mal sehen, wie es hier jetzt laufen wird. Hertha BSC Berlin gegen Ajax Amsterdam. 2:0 steht's im Moment und ja, natürlich kann Ajax Amsterdam dieses Spiel hier drehen. Das ist natürlich klar. Aber es kann auch so bleiben. Auf jeden Fall gibt es hier einen frühen Eckball. So, Rainbow King, der hier auch mal wieder spielt. Jefferson Fafan. So, DJ Deadman. Tim Hauenstein. Ja, auf Tim Hauenstein. Aber Cillessen. Cillessen hat ihn. Also Cillessen hier ein sehr starker Keeper. So. Tarjolisch. Patrick Gamezocker. Tarjolisch. Versucht es direkt. Und dann gibt es den Abstoß. Berlin versucht hier schon zu Beginn der Partie die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, aber es ist halt nicht so einfach. Natürlich bekommen sie auch hier die ganzen Chancen hinterhergeworfen. Nur nutzen können sie diese halt nicht, da Ajax auch noch einen Keeper hat, der auch ziemlich gut ist. Halk auf Klaassen, 1:0, Amsterdam. Klaassen hier mit dem 1:0 und es steht nur noch 2:1. Und jetzt sieht's hier schon noch knapper aus als vorher. Jetzt sieht es hier wirklich blöd aus für Berlin und Lucas Hiebe. Oh, schöner Pass von Jannis Hanik. Ja, schöner Hackenpass. Aber TT, der klärt ihn hier erstmal so aus. Frühe Führung hier von Amsterdam. Also obwohl hier Berlin versucht, so dominant wie möglich zu sein, führt hier jetzt Ajax Amsterdam. Und TT. Ja, Ajax muss jetzt halt nur noch 2 Tore machen und dann würden sie hier sicher weiter sein. Younes. Ja, und nein. Niklas Blake, der ist nochmal da. Und Milik, der holt sich hier den Ball, aber Tarjolic, der kann sich hier ebenfalls den Ball holen. So, Patrick Gamezocker. Ja, nein. Riedewald. Auf TT. Ja, Flanke in die Mitte. Und Patrick Gamezocker macht ein Kopfballtor. 1:1. Und jetzt führt Berlin hier mit 3:1 insgesamt. Nur jetzt ist halt so die Gefahr, wenn jetzt. Nee, dann würden wir immer noch gewinnen. Nee, wenn jetzt hier Amsterdam mit 3:1 hier gewinnt, dann sind wir draußen.
da Amsterdam mehr Auswärtstore geschossen hat. Trotz 3-3. So. Lukas Siebel. Ja, Feldmann. Sillessen. Gudjell. Ja, und jetzt vielleicht der Pump hier auf Niklas Blake. So, weiter Ball hier auf Tim Hausstein. Ja, schöner Kopfball von Tariolisch auf Patrick Hemsocker. Jetzt vielleicht nochmal hier der Captain. Aber Riedewald. Hulk. Klaassen. Jetzt Milik. Younes. So. Milik und der Ball geht ins Aus. Wieder einmal eine sehr spannende Partie hier. So. Hulk. Auf Klaassen. Klaassen. Klaassen, der kommt hier durch. Der passt hier auf Younes und der ist drin. Der passt. 2-1. Und Ajax Amsterdam führt hier in diesem Spiel, aber die Führung insgesamt besitzt immer noch Hertha BSC Berlin. Also im Moment, hätte Berlin nicht getroffen, hätten sie hier wirklich das Spiel gedreht. Aber es sieht hier wirklich noch besser für Berlin aus. So. Und Riedewald klärt hier zum Eckball. So, DJ Deadman, Flanke in die Mitte, Kopfball und Sillessen. Also Amsterdam ist wie gesagt kein leichter Gegner. Nicht so wie Marseille. So, Tariolisch, der bekommt da irgendwie doch noch den Ball. Tariolisch, Tor, 2-2. 2-2, es steht jetzt hier 4-2 insgesamt für Hertha BSC Berlin. Also, ich verstehe hier die ganze Welt nicht mehr. So, Jefferson Pfaffan. Ja, Tim Hausstein. Und an die Latte. Und DJ Deadman, aber Sillessen. Also Berlin hatte hier die Chance, in dieser Partie auch wieder in Führung zu gehen, aber nein. Also es soll anscheinend nicht sein für Berlin. Ja, es ist 2 Minuten Nachspielzeit und hier steht's wieder unentschieden in dieser Partie. Also Berlin verteidigt hier ihre insgesamte Führung ziemlich gut. Sie bekommen ein Gegentor, schnelle Antwort. So wie es sein sollte. Schöne, spannende Partie auf jeden Fall. Und wir sehen, was die zweite Hälfte so für uns bringt. Schalke wäre im Moment weiter, PSV wäre im Moment weiter und Benfica würde noch mal ein bisschen an Zenit rankommen. Also alle Spiele hier weiterhin sehr, sehr spannend. Also das Halbfinale, das kann hier sehr, 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 sehr interessant werden. Ob mit uns oder ohne uns, das ist egal. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Hulk. Oh, Younes. Aber der Pum. Oh. So. Ja, Klaassen. Younes. Ah, und Sponge. Und was schade an der ganzen Sache ist, Ajax hatte ja die Chance. Sie hatten ja die Chance, hier zu Hause irgendwie nochmal diesen Rückstand ein bisschen zu verharmlosen. Also sie hätten ja einige Tore noch, also mindestens ein Tor machen können. So ist es jetzt nicht.
Weswegen, naja, Ajax ein bisschen selbst schuld ist, dass sie hier mit 4-2 und nicht mit 4-3 zurückliegen. Weil das hätte schon einiges leichter gemacht, würde ich mal sagen. Aber egal, Ajax kann sogar das drehen. Nur, sie müssen es halt wollen! Lukas Hiebe, der wollte hier auf jeden Fall ein Tor machen. Nur leider scheiterte er. Und ja, hätte jetzt Berlin nicht die zwei Tore gemacht, dann hätte Ajax hier wirklich die Verlängerung rausholen können. Fürs Erste. Und ich habe ja gesagt, Ajax kann sowas drehen. Es ist Ajax. Und sie haben es hier direkt bewiesen. Also, sie sind dazu fähig. Sie müssen jetzt nur halt noch mehr Tore machen. Ob das dann noch im möglichen Bereich ist, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Es sind nur noch 30 Minuten zu spielen. Und in der Zeit muss halt Ajax mindestens zwei Tore machen, um hier noch weiterzukommen. Verlängerung ist hier gar nicht mehr möglich. Und der Schuss! Aber Niklas Black. Ja, Verlängerung ist hier gar nicht mehr möglich. Es muss hier auf jeden Fall einen Sieger geben. Entweder es gewinnt Ajax oder es gewinnt halt Berlin. Deswegen, also ein Sieger hier ist nur noch möglich. Verlängerung gibt es hier nicht mehr. Denn wenn jetzt Ajax zwei Tore machen würde, dann und Berlin nicht antworten könnte, dann wäre halt Ajax weiter, da sie halt vier Auswärtstore gemacht haben. Und jetzt würde es hier sogar 2-2 stehen bei Benfica und Zenit. Bei Benfica und Zenit ist es halt so, dass Zenit im Hinspiel, im Heimspiel zwei Tore gemacht hat und Benfica jetzt im Rückspiel zwei Tore gemacht hat. Deswegen, also, das ist halt eine andere Sache. Aber wenn es halt dann schon beginnt, dass das Auswärtsteam Tore macht, dann ist es halt schwer, da nochmal irgendwie eine Verlängerung rauszuholen. Deswegen, entweder sie gewinnen oder sie verlieren. Aber sie kommen nicht mehr in die Verlängerung. 20 Minuten nur noch zu spielen. Und das werden richtig anstrengende 20 Minuten. Das kann ich Ihnen sagen, Younes. Younes, er hatte die Chance, hier irgendwie den Ball in die Mitte zu bringen, Jix, aber Lukas Hiebe und jetzt hält er den Ball wieder etwas weiter aus dem Strafraum heraus. Tim Hauschtein. Tim Hauschtein. Ja, Riedewald hat da den Ball. Und Berlin ist ja seit dem letzten Spieltag wieder auf Platz 1 in der Bundesliga. Das ist ja wenigstens eine gute Sache. Die zweite gute Sache ist im Moment, sie wären im Halbfinale der Europa League. So, Jefferson Pfaffan. Ja, der Punkt, Ariolisch. Und Patrick Gamesocker. Auf Tarjolisch und Cillessen. Und nochmal Jannis Hanik, aber nein. Ah, da hat der Regen den Ball ein bisschen langsamer gemacht. Sonst wäre der wahrscheinlich drin gewesen. Und das hätte hier die Entscheidung. Das wäre die Entscheidung gewesen. Younes. So, egal, sie kommt hier rein für Younes. Mal sehen, ob sie irgendwas bringt. So, Rainbow King. Auf Tarjolisch. Patrick Gamesocker. Dix und ja, es gibt hier den Freistoß und die gelbe Karte. Das ist nicht so gut. Ich glaube, jetzt ist Patrick Gamesocker für die nächste Partie gesperrt. Glaube ich. Irgendwie war da doch sowas.
Riedewald. Riedewald. Auf Dix und Patrick Gamesacker. So. Patrick Gamesacker mit der Riesenchance hier den Ball reinzumachen. Ja, der Pass, der war scheiße. Er hätte es sofort machen müssen. Lukas Siebe, Jannis Hynek und na, TT hat Ajax sehr viel Glück, dass er nicht reinging. Beziehungsweise, dass es keinen Elfmeter gab. Dass er nicht reinging, ja. Hatten die Glück, dass TT da war, so. Aber jetzt müssen sie halt auch noch die zwei Tore machen. Sie konnten die zwei Tore nicht machen und deswegen steht es hier letztendlich 4 zu 2 zum Ende hin. So, ich kann nicht mehr reden. Hertha BSC Berlin ist eine Runde weiter im Halbfinale und mal sehen, wer unser nächster Gegner sein wird. Ich wollte einfach mal sagen, das wäre es für diese Partie. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann.